Hallo Pouring-Freunde, hi Pouring-Friends. In diesem Video habe ich Acrylic-Pouring mit einem Kind gemacht. Das Mädchen ist 6 Jahre alt und lasst euch überraschen, wie gut sie das geschafft hat. In this video I'm doing some acrylic pouring with a 6-year-old cute little girl. So. Was ist das da? Das ist jetzt Andrea. Okay? So. Das ist eine Leinwand. Da weiß ich, meine Mama kauft immer Leinwand. Aha. Ich wollte diese Methode nämlich mal ausprobieren. Ja, die habe ich noch nie ausprobiert. Jetzt ziehe ich dem Mädchen noch ein Plastik-T-Shirt an. Wie ich das hergestellt habe, zeige ich euch gleich. Jetzt mal. Ein kleines Filmchen. Here you can see how I turned a plastic bag into a plastic T-shirt for the girl to protect her clothes. Und dann nehme ich die Müllfüte. Blase hinein. Und fertig ist ein Hemdchen für das Kind. Kann man dann so anziehen. Als Hemdchen. So, jetzt packen wir das Plastik Hemdchen, Plastik Handschuhe. So, jetzt kann es losgehen. Super. Plastik T-Shirt, Plastik Gloves. And we can go ahead. Ja, ja, ich zeige dir nur. Wir nehmen jetzt erstmal Weiß, ja, und das Weiß musst du dann mit einem Kamm über die ganze Leinwand verteilen. Tu mal drauf. Ruhig, ordentlich, das, man braucht eine ganze Menge. Ganz viel? Mhm. Ist das ganze Weiß malen? Bitte? Muss ich das ganze Weiß malen? Ja, du musst das dann mit dem Kamm ausbreiten. Dass es schön gleichmäßig wird über die ganze Leinwand. Hm? Mit den Kamm? Ja. So. Immer so bis zum Rand schieben. Ganz glatt wird. Ja, wunderbar. Wunderbar. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber wird dadurch sehr schön und sehr gleichmäßig. So, jetzt darfst du dir überlegen, Blüten. Wir machen jetzt Blüten. Welche Farben die Blüten haben sollen? Meinst du innen drin ein Kreis? Ja. Pink. Pink? Ja. Muss immer vorher mal schütteln, ne? Mhm. Und dann machst du einen Kreis. Zwei. Du kannst einen Kreis machen und dann mit einer anderen Farbe so Punkte da drum herum machen. So, ja, stopp. Okay. Und jetzt vielleicht, um der Oma eine Freude zu machen, mit Lila. Ja, was möchtest du? Lila? Lila. So Punkte drum herum. Die Blütenblätter, weißt du? Kannst du auch ein bisschen Abstand halten zu dem. Ich glaube, das hat die nicht verstanden, wie es gemeint ist, um den Kreis herum. Ist aber egal, das ist gut. Eine schöne Blume. Einen ganz winzigen schwarzen Punkt in die Mitte machen. Da? Ganz in die Mitte. Das ist der Blütenstaub. Ja.
Kannst du noch ein Stück? Nö, das reicht, glaube ich. Bei Schwarz muss man immer vorsichtig sein. Jetzt wirst du diese Tüte hier draufdrücken. Warte, ich erkläre es. Draufdrücken, gucken, dass es schön aussieht und dann ganz vorsichtig wieder hochziehen. Ja? Mhm. Auf deine Blume. Ich habe eine aufgeblasene Plastiktüte benutzt statt eines Ballons, weil ein Ballon immer so glitschig wird und das ist dann für Kinder schwierig zu handeln. I took a blown up plastic bag instead of a balloon because I know from my own experience that a balloon always gets very slippery and that is difficult to handle for little kids. Schön. Klasse. Schön. Jetzt kannst du dir aussuchen, wie die nächste Blüte aussehen soll. Welche Farbe. Oh. Jetzt kannst du das schon alleine einkreisen. Ja. Genau. Schön zumachen auch immer. Die Flasche immer schön zumachen, Alena. Mhm. Und dann orangene Blüten. Mhm. Punkte machst du. Toll. Super. Das gibt eine ganz große Blüte. Ja. Ist ja gut, wenn die alle unterschiedlich ja. groß sind. Alena, immer schön zumachen die Flaschen, sonst trocknet die Farbe aus. Machen wir zum Schluss alle. Feste drücken. Mhm. Und dann vorsichtig abziehen. Man hat ja auch immer solche bunten Finger. Schön zumachen. Und machen wir hinterher alle zu. Alle auf einmal. Oh, und jetzt blau. Ja. Klasse machst du das. Einmal gehört und gleich gewusst, wie es geht. So gut, ne? Mhm. Und auch ein schönes Gefühl für Farben. Und jetzt? Ja, würde ich gerade sagen. Es gibt schöne Farben, wirklich. Ja. Wow. Ah. Wow. Vielleicht. Und lila nehme ich dazu. Ich meine, und weiß. Jetzt wieder weiß? Ja, warum nicht? Ach so. Alles ist erlaubt in der Kunst. Mhm. Ich habe die Tüte immer zwischendurch abgewischt. I always wiped off the plastic bag in between the flowers. Okay. Und jetzt im Beutel. Das ist der schönste Moment immer. Wo warst du darunter? Nochmal. Ja. So schön aus mit Lila. Mhm. Jetzt weiß ich, warum deine liebste Farbe Lila als Oma Anke. Ja, siehst du? Weil das so schön aussieht. Ja, ja. Siehst du? Ich finde das auch immer so schön, Schatzelein. Toll, ne? Ah, jetzt läuft es auch an der Seite runter. Das meint auch gut. Die ist gut. Jetzt nehme ich. Boah. Die ist schön. Jetzt muss aber hier mal irgendwie noch was hin und da. Vielleicht Türkis mal. Der schöne Blau. Ja, Türkis. Ja. Das hier? Aber erstmal. Jetzt nehme ich Pink. Weil Pink habe ich noch gar nicht. Oder? Ist wieder verschwunden. Das ist wieder verschwunden darunter, ne? Das ist ja gerade das Schöne an der Kunst. Es ist eine Überraschung, was raus wird. Was das wird. Was ist denn das? Wow! Das ist aber toll. Mit Pink und Blau. Aber das ist echt klasse. Orange. Du kannst auch noch mal Gelb nehmen. Nimm doch Gelb. Oder Rot. Das sieht aber wirklich ganz toll aus.
Und Vorsicht. Aha. Nochmal lila für die Oma. Jetzt weiß Alena, warum es meine Lieblingsfarbe ist. Süß, echt. Oh, schön. Ist jetzt schon schön, aber ja. Nach der Tüte ist es dann noch schöner. Oh, nur noch ein bisschen. Ein bisschen breiter. Noch ein bisschen wackeln. Was kommt denn da? Hin und her wackeln. Das gibt jetzt ein ganz tolles Muster. Darf ich das dann mit nach Hause nehmen? Müssen wir nur trocknen lassen. Mhm. Aber dann kriegst du es. Oh, klasse. Wow. Bei der nächsten werden wir wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen Schwarz dazu tun für Kontrast. Okay? Mhm. Und mit Blau hatte ich schon noch. Okay. Eben mal aufblasen. Gibst du mir jetzt Schwarz? Ja. Hier ist die Pipette. Wunderbar. Genau. Ja. Ich glaub, die Pipette ist an sich auch interessant. Aha. Bitte schön. Jetzt sind wir alle gespannt. Das läuft schon runter. Ich sehe das von hier aus. Oh, klasse! Hier ist noch überall weiß. Ja, wir müssen jetzt auch noch Blätter malen. Ich mache jetzt Punkte. Was einfach nur tropfen lassen. Genau. Und von da? Nee, du kannst ja alle nacheinander machen. Ja, super. Ha, schön. Jetzt kannst du dir überlegen, welche Farbe, also grün oder hellgrün oder grasgrün. Hellgrün. Hellgrün. Du kannst auch zweifarbig machen. Zweifarbig. Ja. Zweifarbig, gut. Und hier ist noch das Grasgrün. Einfach nur dröppeln lassen. Alena hat es echt drauf. Du machst das richtig toll, Alena, ne? Richtig schöne Blättchen. Guck mal. Das ist nicht süß? Toll. Ja. Richtig toll. Kannst du dir überlegen, wo noch welche hin sollen? Da. Mhm. In dieser Farbe. Okay. Wie heißt Gras, die Grasgrün? Grasgrün. Grün wie Gras. Mhm. Hast du drei verschiedene grüne Farben, ne? Toll. Hier kommt aber echt Fleur raus. Und die größte ist die. Aha, ist die längste. Der längste Halm. Sieht aus wie Löwenzahn, ne? Mhm. Nur oben ist es gelb. Eine ganz tolle Blumenranke. So eine Blätterranke, ne? Ja. Willst du noch eine Blätterranke machen? Ja. Dann mach. Ist ja dein Bild. Kannst du noch mal mit einer anderen Farbe über eine drüber gehen, die es schon gibt. Oder neue machen, das ist besser. Und jetzt reicht's mit den Blättern, hat sie gesagt. Also das Kunstwerk ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. That's enough leaves, she said. In other words, this little piece of art is ready. I hope you like it. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns bald wieder bei Acrylbilder gießen.
If you liked my video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and we meet again soon. Bye, folks. Tschüss, Leute.